Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cattle and Crops aus der Early Access. Wir sind gerade dabei mit unserer Mitarbeiterin, sieht so aus wie ein Kerl, aber es ist tatsächlich eine Sie, hier unser Feld zu bestellen. Sie pflügt, wir sind am Hinterhergrubbern. Hab in der letzten Folge ja das Feld 13 da hinten schon gegrubbert, während sie hier gepflügt hat. So, hier gucken wir, dass wir das Vorgewände so einhalten. Hi Hundi. Und jetzt pflügen wir halt Quark. Jetzt grubbern wir mal das, was sie schon gepflügt hat. Um ja, schneller fertig zu werden mit dem Feld hier, ne? Da wäre es schön, wenn es die Abgrenz, also die einzelnen Stufen hier auch nicht so hart wären, sondern wenn da quasi so wie man grubbert auch halt gegrubbert ist. Aber ich glaube, das wird mit den Texturen schwierig. Beim Säen haben sie es ja schon geschafft. Vielleicht kommt es auch noch mal irgendwann beim Grubbern, ich weiß es nicht. Schön wäre es. Aber ja. Lassen wir es offen. Gucken, was die Engine und die Programmierer so hergeben. So, auf geht's. Ich hoffe mal, dass unsere Kollegin in dieser Folge fertig wird mit dem Grubbern, mit dem Pflügen. Man, sie hatte schon einen großen Teil geschafft in der letzten Folge. Von daher habe ich eigentlich schon Hoffnung, dass das auch funktioniert. Und wir grubbern gemütlich hinterher. Ich will sie ja schließlich nicht überholen. Wir haben, glaube ich, eine etwas größere Arbeitsbreite als sie mit dem Pflug. Deswegen können wir uns da ein klein wenig Zeit lassen. Tanken können wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber wir haben auch meines Wissens noch keinen wirklichen Spritverbrauch. Das sind alles Dinge, die kommen später noch. Ja, dafür, dass es jetzt erst am Montag diese Woche eine Folge gab und nicht schon am Wochenende, wie in der letzten Folge erwähnt, ich war letztes Wochenende, also Freitag, Samstag komplett unterwegs. Hab deswegen keine Videos aufnehmen können, erst ab Sonntag wieder. Und daher gibt es dann auch erst am Montag die ersten Videos davon zu sehen. Und am Sonntag nur eins. Das war das, was ich noch aufnehmen konnte letzte Woche. Ja, habt ihr jetzt natürlich den Vorteil, dass ihr dann jetzt diese Woche zwei Cattle and Crops Videos seht. Das ist doch mal ganz schön. Ist doch ein netter Ausgleich. Denke ich einfach mal. Und so, fahren wir da geschickt durch die Bäume durch. Grubbern wir so langsam und holen doch ordentlich auf. Aber da merkt man halt die deutlich größere Arbeitsbreite vom Grubber. Naja, müssen wir nachher mal eine kurze
kurzes Päuschen oder so einlegen. Dass sie wieder was vorarbeiten kann. Ja, das Schöne ist, ich habe jetzt Montag Urlaub. Ich kann also tatsächlich Sonntag und Montag ordentlich Videos wieder produzieren. Habe ja auch Lust drauf, also habe ja Spaß dran. Auch wenn es immer eine Menge Zeit kostet. Aber ich denke schon, dass ich da heute einiges noch zusammenkriege und Montag dann ebenfalls. Das wäre ja für euch dann auch schön. Gibt es wieder entsprechend was zu gucken die Woche. Aber kann jetzt gerade im Sommer über natürlich immer schon mal wieder sein, dass es Wochen oder auch Wochenenden mit entsprechend weniger Videos gibt. Einfach weil ich je nach dem Wochenende nicht dazu komme, weil ich dann unterwegs bin. So ab und an hat man ja doch ein bisschen Real Life. Und dann kann es halt schon mal sein, dass das eine oder andere Video ausfällt. Jetzt letzte Woche ist ja zum Beispiel Planet Coaster ausgefallen oder auch Forest Village ist ausgefallen, weil ich einfach die Zeit nicht dazu hatte. Heißt nicht, dass ich jetzt kein Interesse mehr an den Spielen hätte oder dass die gar eingestellt worden wären. Also das würde ich dann schon vorab in der Regel ankündigen, wenn ich ein Spiel einstelle. Ansonsten ist es halt einfach, wie gesagt, mal eine Woche, wo ich das Video halt nicht geschafft habe. Ich bin ja kein Vollzeit-YouTuber. Ich mache das ja rein als Hobby. Und manchmal geht es dann halt einfach nicht. Das ist, wie gesagt, kein Desinteresse vom Spiel oder so, sondern es ist einfach ein Zeitmangel. Ich habe, glaube ich, bis jetzt, also eine Folge, eine Serie, die ich tatsächlich ohne Ankündigung eingestellt habe, oder Ankündigung im Spiel, ist der Airport Manager 2019. Da hatte ich ja drei oder vier Videos, glaube ich, mal aufgenommen. Wollte den dann noch weiterspielen. Aber das Spiel hat sich beharrlich geweigert. Es kam eine Abfrage mit oder ohne Tutorial. Ich wollte dann natürlich ohne, weil das hatten wir ja mehr oder weniger durch. Verlief auch nur so halbwegs bugfrei. Und ja, wenn ich dann ohne Tutorial angeklickt habe, dann ging das erstmal ganz normal weiter. Ich konnte die zwei Flüge auswählen, die ich bearbeiten wollte. Hab dann das mit OK bestätigt, dass ich die auch tatsächlich machen möchte. Ja, und dann ging nichts mehr. Also Maus und so konnte ich noch bewegen, aber es kam dann irgendwie irgendeine Tutorial-Meldung war das. Da ich das Tutorial aber nicht spielte, konnte ich die nicht beenden, nicht bearbeiten, nicht beenden, nicht bestätigen, gar nichts. Aber ich konnte auch nichts anderes mehr machen. Hab's dann später nochmal versucht, ging immer noch nicht. Und dann habe ich das Spiel tatsächlich zurückgegeben. Weil das, ja, das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Und ja, es war ja KI-Riesenproblem, also das Spiel war ehrlich gesagt verbuggter als jetzt wie Kettle und Crops oder so. Oder andere Spiele, die ich aus der Early Access kenne. Der Haken an der Sache war nur, es war kein Early Access Spiel. Es war das fertige Release. Und ja, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe es tatsächlich zurück. Kommt selten vor, dass ich ein Spiel mal zurückgebe. Aber hier war es dann tatsächlich der Fall.
Das ging einfach nicht anders. Oder was heißt, ging nicht anders, aber ich wollte es dann auch nicht mehr. Es war vorher von der Art her schon, fand ich persönlich, recht lieblos programmiert. Wenn man in den Fahrzeugen saß und gefahren ist. Die Ansicht in dem Gepäcktransporter ging ja noch so einigermaßen. Bus war ein absolutes No-Go. LKW war auch nicht der Hit. Dann Follow Me hat nicht funktioniert. Gepäckwagen und so fahren sich gerne, oder die KI fährt sich gerne selber fest. Und dann geht auch nichts mehr. Und all so Dinge, das ist... Ja. Deswegen wird vom Airport Manager tatsächlich kein Spiel mehr, keine Folge mehr kommen. Ich habe es in irgendeinem anderen Video, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist halt einfach, ja, zu sehr verbuggt gewesen. Deswegen kommt da nichts mehr. Ansonsten habe ich aber eigentlich keine Spiele so wirklich eingestellt. Manche sind schon seit langem ohne Folge. Fällt gerade der Spieltitel nicht ein. Wie das heißt. Schon eine ganze Weile her, wo ich da mal ein paar Folgen von gebracht habe. Da spielt man irgendwie in so einer Welt, die quasi mehr oder weniger mit Pillen ruhig gestellt ist. Weiß gerade nicht, wie es heißt. Kam es auch schon lange nichts mehr, also schon über ein Jahr nicht mehr. Wird aber demnächst wieder irgendwann was kommen. Das Spiel soll dieses Jahr released werden. Das ist auch Early Access. Und kommt dann noch mit deutschen Untertiteln, wenn ich es richtig verstanden habe. Also war komplett in Englisch. Englisch ist ja eh nur so nicht so ganz meins. Ich verstehe es zwar größtenteils, aber tue mich halt schon ein bisschen schwer damit. Und We Happy Few hieß es, glaube ich. Genau, irgendwie sowas. Wie gesagt, kam schon lange keine Folge mehr. Wird dann aber, sobald es released ist und dann auch mit deutschen Untertiteln versehen ist, wird wieder eine kommen. Oder dann wird es auf jeden Fall auch wieder eine richtig aufleben. Weil das Spiel selber ist, finde ich persönlich, sehr interessant. Hat mir eigentlich auch durchaus Spaß gemacht. Gab halt das ein oder andere Verständnisproblem. Sprachlich bedingt einfach, aber wenn das aus dem Weg geräumt ist und es ist jetzt... Ich verfolge es ja immer so mal ein bisschen, also es ist Unmenge an Content hinzugekommen. Damals konnte man es ja so halt spielen, aber so die eigentliche Geschichte war noch nicht so wirklich richtig fertig. Und da hat es jetzt eine Menge getan. Was sich leider auch getan hat bei dem Spiel. Ein Publisher ist hinzugekommen. Und dann hat das gleich mal einen ordentlichen Preissprung nach oben gemacht. Das ist, glaube ich, fast doppelt so teuer geworden. Das ist schade. Glück für die, die es vorher schon gekauft hatten. Wie ich. Die haben es natürlich dann halt noch zu dem alten, vergünstigten Preis damals gekriegt. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen Pause machen. Bis Madame hier ein wenig weiter gepflügt hat.
guck gerade mal, ob wir aussteigen können. Ohne dass wir dann davonlaufen. Fährt nicht weit raus. Okay. Aussteigen wollte ich, ne? Ja, ist es wieder das alte Problem. Wir sind wieder auf Wanderschaft. Leider ein Bug, der immer noch drin ist. Aber es gab jetzt letzte Woche auch kein Patch, deswegen hätte es mich gewundert, wenn da jetzt plötzlich draußen gewesen wäre. Ja, wir müssen mal kurz warten. Ja, ich weiß nicht, ob sie das fertig kriegt, diese Folge. Es wäre schön gewesen, weil ich ungern mit aktivem Helfer speichern würde. Aber na, warten wir mal ab. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Gucken uns das Ganze gerade mal an. Laufen klappt ja zum Glück. Nur stehen bleiben ist immer schwierig. Dann brauche ich immer irgendwas, wo ich mich anlehnen kann. Weil ihr seht, sobald ich jetzt loslasse, läuft er davon. Ich hatte gedacht, schafft sie hier eigentlich problemlos. Aber okay, hier ist natürlich der Teil ist deutlich länger, ne? Vorne, wo war sie ungefähr? Hier oder so war sie, glaube ich. Da ist natürlich der ganze Teil hier ist sehr viel kürzer. Und hier außen zum Beispiel ist ja noch gar nicht gepflügt. Das ist ja noch. Ist ja noch Vorgewände. Da kommt sie ja erst noch hin. So, ich lehne mich gerade mal wieder an meinen MB-Truck. Zack. So. Wenig anlehnungsbedürftig. Ah, wobei. Drei Richtungen sind, drei Bahnen sind es vielleicht noch. Dann müsste sie durch sein. Und dann geht's ans Vorgewinde. Das sollten wir diese Folge doch noch schaffen, auch wenn sie dann halt ein bisschen länger geht. Wir klettern gerade mal in den MB-Truck. Muss jetzt die Variante wählen. So. Hallo, danke. Haben wir Allrad eigentlich an. Ja, war an. Sehr gut. Außenansicht wieder, genau. Also fahren tue ich am liebsten in der Außenansicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest hier. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wenn ihr Landwirtschaftssimulatoren spielt, macht ihr das lieber in der Eco-Perspektive hier? Oder auch lieber. Kann man ein bisschen in der hier fahren. Oder lieber in der Außenansicht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so geht. Klar, so hat man natürlich das Fahrfeeling eher. Aber beim anderen ist die Übersicht einfach besser, finde ich. Ja, sie hat es gleich geschafft. Sehr schön. Dann macht das Vorgewende noch. Und dann haben wir ein bisschen längere Folge, aber haben ansonsten dann auch unser Feld fertig bestellt. Ich kann ja dann einfach hinterher grubbern. Das geht ja jetzt dann ganz gut.
Also den B-Trag mag ich, also gerade vom Geräusch her mag ich den immer noch total gerne. Absoluter Lieblingsschlepper hier im Spiel. Ups. Baum. Das sieht man jetzt in der Innenperspektive natürlich nicht so doll. Deswegen gehe ich jetzt auch mal wieder raus. So. Außerdem ist das Motorengeräusch so viel schöner. Meiner Meinung nach. Alles meine Meinung. Kann jemand anders natürlich völlig anders sehen. Deswegen ist es ja schön, dass es so viele Meinungen gibt. Sorgt für Abwechslung. Und ist natürlich auch ein Segen für die Spielerindustrie. Ne? Wenn alle die gleiche Meinung, alle den gleichen Geschmack hätten, dann wäre es bitter. Weil dann gäbe es die ganzen verschiedenen und unterschiedlichen Spiele nicht. Weil was ich nicht mögen würde, würde dann ja auch kein anderer mögen, wenn alle die gleiche Meinung hätten. Deswegen ist es schon ganz gut so. Und ich finde es da, deswegen muss man da auch jedem, der ein anderes Spiel, dem ein anderes Spiel gefällt als einem selber, dem muss man das auch einfach zugestehen. Ich muss ein Spiel nicht mögen, aber deswegen ist es noch lange nicht schlecht. Es ist, erfüllt einfach nicht meinen Geschmack. Und dann finde ich es ehrlich gesagt auch nicht ganz okay, wenn dann jemand hingeht und sagt, das Spiel ist scheiße, das Spiel taugt nichts. Es ist halt nicht sein Geschmack, aber andere Leute spielen es gerne, haben Spaß dran und den soll man den doch auch lassen. Ist ja nicht jeder. Ich meine, ob die Leute, die so Äußerungen dann tätigen, ob die davon ausgehen, dass sie den alleinig allwissenden Geschmack haben oder ob sie einfach dumm sind. Halt. Tempomat wollte ich nicht einschalten. Ich wollte eigentlich nur V drücken. Eigentlich wollte ich nur V drücken. Ups, Rückwärtsgang brauchen wir. Ah, da fliegt sie weiter, okay. Nein, das ist nix. Das machen wir nochmal neu. Das ist Kappes. So. Hauen wir mal ein Tempomat rein, der geht aufs richtige Tempo. Dass hier mal ein bisschen was vorwärts geht, ne? Die Seite hier können wir ja fertig machen. Hier hat Madame ja auch schon gepflügt. Tüdü. So, nicht in das Feld fahren, nicht in das Feld fahren. Mal noch haben wir nicht gesät, aber. Trotzdem, ne? Muss ja nicht sein. Tut ja nicht Not. So, dann haben wir die Seite auch gleich fertig. Ah,
schaffen mal die Breite ganz. Oh ja, da ein bisschen zu kämpfen. Ah, da ein bisschen zu kämpfen. Ne, schaffen wir nicht ganz. Also müssen auf jeden Fall nochmal zur Retour. So. Also man merkt schon, dass sich da an der Bremse... Oh, was getan hat. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir mal gucken, was Madame da gerade veranstaltet. Sie fährt ein bisschen Kreise, ne? So kann man das Vorgewende natürlich auch machen. Ich hatte jetzt erwartet, dass er erst das eine Ende, dann das andere Ende und dann die Seite hier macht, aber offenbar wurde ihr das anders beigebracht. Aber gut, das machen wir jetzt noch fertig. Geht die Folge zwar was länger, aber fertig kriegen wir das. Weil es ist mal gerade fürs Vorgewende, das ist jetzt mal ein recht interessantes Feld, ne? Warum man jetzt den Kreis fährt, das schließt sich mir nicht ganz. Aber... wird schon wissen, was sie tut, hoffe ich. Also da ist eindeutig noch Optimierungsbedarf. Aber wie schon oft erwähnt, Early Access. Viele Funktionen sind einfach auch mal nur drin, dass sie drin sind, getestet werden können und halt später dann noch entsprechend optimiert werden. Dinge, die leider viele so nicht verstehen. Und wenn man es noch so oft sagt. Die einfach erwarten, dass das quasi fertiges, fehlerfreies Spiel ist. Kann es aber nicht sein, will es gar nicht sein. Deswegen Geduld. Wer nicht testen möchte, kaufe es sich bitte erst später, wenn es dann mal fertig ist. Oder auch gerne jetzt schon, wenn es ab und zu gibt es ja mal also Aktionen, war jetzt erst kurz, jetzt letzte Woche, dass die Einjähriges gefeiert haben und entsprechend Rabatt geboten haben. Ich habe es leider erst nach dem letzten Video oder vorletzten Video gesehen, konnte das deswegen nicht groß bekannt geben. Und wo ich das letzte Video und dieses Video dann gemacht habe, da brauchte ich es nicht mehr bekannt geben, weil es da eh schon vorbei war. Das könnte noch optimiert werden, eindeutig. Fährt noch ein bisschen unruhig hin und her. Aber dann können wir gleich die Spur noch entsprechend nachgrubbern. Mit ein bisschen weniger Kreis fahren.
Sie sollte eigentlich bitte, also auf dem Rückweg sollte sie eigentlich fertig werden und da können wir dann auch loslegen. Und das dann alles noch entsprechend schön machen, ne? Ich fahr mal hinterher. Cheffe beobachtet, was Angestellte so macht. Vielleicht fährt sie deswegen so viele Kreise, die ist nervös und fühlt sich beobachtet. Das kann natürlich auch sein. Ah, langsam kommt die Sonne durchs Fenster. Ich muss dann, glaube ich, mal die Rollläden nachher noch was runterlassen. Dass die nicht so voll reinbrennt, weil sonst wird es hier zu warm. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Ich jedenfalls nicht. Jo, das macht sie noch. Dann geht es nochmal das Ganze wieder retour und dann dürfte sie fertig sein. Und wir können dann, wenn sie hier die erste, also wenn sie da zurückkommt, können wir schon mal anfangen, den Teil da zu grubbern. Ich weiß, wir können eigentlich auch jetzt schon anfangen, ne? Und zwar ab hier dann. Sie sortiert ihren Flug noch. Ja, ja, das ist eindeutig die letzte. So. Einmal. Ups, falsche. Falsche Schaltwippe, das Lenkrad war um 180 Grad gedreht. Dann können wir hier unten das nämlich schon fertig machen. Ja, ja, das Feld gehört mir nicht. Während sie dann da jetzt hochfährt. Was macht sie jetzt? Interessant. Warten wir es ab. Ich fürchte ja, sie kommt nochmal hier unten hin, um da irgendwas weiter zu pflügen. Schauen wir mal. Wir machen erstmal hier unten jetzt fertig. So, alle ab. Also man merkt schon, dass das Bremsverhalten deutlich anders geworden ist. Da machen wir auch noch hübsch. Wie sieht das denn aus?
geht ja mal gar nicht, ne? So, haben wir den hier auch. So, und dann geht's auf nach oben. Fahren wir ihr mal entgegen. Dann macht sie jetzt noch den äußersten Rand, okay. Ich hatte damit gerechnet, dass sie das eben schon mit beim Hochfahren gemacht hätte, aber sah Madame wohl anders. Aber jetzt macht's das fertig. Sehr schön. Dann können wir gleich hinterher ziehen. So, und jetzt einmal drehen und dann geht es noch runter. Und dann müssen wir noch die Kopfseite da machen. Und dann sind wir fertig. Jawohl, Madame ist fertig, sehr schön. Das heißt, sie fährt auf den Hof. Schön wäre, wenn sie da noch den Motor ausmachen würde. Leider lässt sie den in der Regel an. Und wir sollten hier auch auf dem Rückweg alles fertig gekurbelt kriegen, so wie das aussieht. Und dann haben wir das nächste Feld fertig. Sehr schön. Ja, und dann steht natürlich noch Feld 3 auf dem Programm. Da muss ich mal gucken, da werde ich wahrscheinlich dann mal größere Maschinen ordern. Die, und dann noch mehr, die das Ganze dann übernehmen. Weil es ein relativ großes Feld. Und, da brauche ich dann noch entsprechend Zeit, dass ich das von der Aufnahme her gebacken kriege. Hallo? Ich habe, glaube ich, eine Stunde Speicherdauer eingestellt. Da kann es dann... Ja, weil es hatte anfangs mal weniger. Aber wie ihr seht, es ruckt dann immer so ein bisschen. Deswegen... Aber so alle Stunde, denke ich, kann man das durchaus mal verkraften. Und wenn man mal eine Stunde gespielt hat, ist das vielleicht auch nicht so falsch, wenn es dann mal speichert. So. Doch, doch, das gehört mir. Könnt ihr euch sicher sein, das ist mein Feld. Und dann sind wir jetzt gleich fertig mit dem Feld. Halleluja. Ich hatte gehofft, dass es ein bisschen schneller geht. Oh. Ich wollte eigentlich das Ding hochgelassen haben und habe den Tempomaten ausgeschaltet. Stopp, stopp, stopp. Brr. Ich sehe nichts. Tempomat?
Ah ja, da. Er ist ein bisschen träge, der Tempomat. Könnte ein bisschen mehr Einsatz zeigen, ne? Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem Stück. Oder mit der Funktion. Ups, zu früh runtergelassen. Passiert. Passiert. Ja, dann müssen wir das letzte Fleckchen da gleich noch. Und dann haben wir es geschafft. In etwas über 40 Minuten. Beziehungsweise das komplette Feld eigentlich in etwas über 60 Minuten, weil die gute Dame haben wir ja letztes... in der letzten Folge schon losgeschickt, das Feld hier zu machen. Ging doch länger, als ich gedacht hatte. So. Ist nur ein Feld, glaub mir. Jawohl, wir sind fertig. Halleluja. Wie gesagt, nächste Folge muss ich mal gucken, ob vielleicht ein Update da war. Und wenn nicht, was wir dann machen. Feld 3 steht, wie erwähnt, auf dem Programm. So, ich hüpfe gerade mal rüber in den anderen. So, und wir wandern jetzt mal in die andere Richtung. Mal was ganz Neues. Ja, so. Machen wir so. Hoppala. In den Schlepper wollte ich nicht. Ja. Nächste Folge, wie gesagt, schauen wir mal, was wir da tun können. Wenn es ein Update gab, zeige ich natürlich das. Ansonsten werde ich mir mal einen größeren Fuhrpark ordern. Also mieten. Die großen Deutschschlepper wahrscheinlich dann mit dem 5-6-Scharfflug ist das, glaube ich, sogar hinten dran. Und dann das Ganze mit 2 oder 3 Stück. Und dann gehen wir mal an Feld 3. Entsprechend natürlich Gruber hinterher. Da müssen wir doch mal eine ganze Mannschaft organisieren. Schauen wir mal, ne? In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne... Tschüss, bis zum nächsten Mal.